Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 6. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Ich bin zwar von indischen Astrologie sehr überzeugt, aber viele von euch interessiert sich eher die westlichen Astrologie, weil das ist doch vertraut. Ich veröffentliche beides und ihr könnt orientieren, was sagt auf euch zu oder beobachten, was ist für euch stimmiger. Bevor ich beginne, möchte ich noch meine Angebote auch ankündigen. Erstmal, ich biete WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Unten in Infobox befindet sich mein Nummer. Dann biete ich Handlesen an, auch als WhatsApp-Beratung. Dazu benötige ich zwei Bilder, einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Bitte die Geburtsdatum dazu schreiben. Und falls ihr Linkshändler seid, das auch dazu schreiben, weil dann muss ich das anderes betrachten, anderes deuten. Handlesen beträgt mein Honorar auch 10 Euro. Dann habe ich ein tolles Angebot bis 31. Dezember 2018. Es ist Videoberatung. Selbstverständlich anonym und es beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder lieber nach chinesischen Astrologie. Dazu benötige ich Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ihr könnt ab sofort buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Dann habe ich eine Aufnahme gemacht über die geheimnisvolle Rauhnächte. Dieses Video habe ich nicht veröffentlicht. Aber ihr könnt per E-Mail nachfragen, ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis. Und am 25. Dezember starte ich die einzelnen Rauhnächte bis 5. Januar 2019, 12 Tage. Jeder Tag entspricht dem kommenden Monat und auch die Themen. 25. Dezember ist für Januar zugeordnet, 26. Dezember zum Februar zugeordnet, 27. Dezember für März zugeordnet und so weiter, bis dann 5. Januar 2019, das ist für Dezember 2019 zugeordnet. Ich werde jeden Tag eine Aufnahme machen, eine Legung und erkläre ich, was kommt in diesem Monat. Und die 12 Tage ergeben sich die 12 Monate und das Ganze ist ein Jahr. Jeden Tag werde ich genau um Mitternacht ein Ritual machen für den einzelnen Themen und für den einzelnen Monaten. Die Teilnahme für dieses Ritual pro Tag, pro Monat, pro Themen beträgt mein Honorar 10 Euro. Könnt ihr schon anmelden per E-Mail und wenn ihr die Liste braucht, welchem Ritual für welche Themen zugeordnet ist oder was für Ritual ist es genau, dann bekommt ihr Antwort auf diese E-Mail, eine genaue Beschreibung dazu. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop. Hier entstehen die einzelnen Häuser. Ich mag das nicht so nennen. Ich habe überhaupt kein Gefühl, keinen Bezug zu diesem Begriff Häuser. Ich nenne Lebensbereiche. Bei Sonnenaufgang steigt nach diesem westlichen Astrologie
Die Tierkreis zeichnen Schütze in Osthorizont auf. Für die Schützengeborenen bedeutet das, etwas ins Licht zu bringen, wie ein Sonnenaufgang. Und auch die einzelnen Persönlichkeit, das in Ausdruck bringen und auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden, oft entsteht auch eine Veränderung in äußeren Erscheinung, andere Frisur oder Abnehmen oder anderen Kleider, das ist natürlich auch möglich. Der zweite Lebensbereich ist die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und diesem Spitze des Lebensbereichs befindet sich die Tierkreiszeichen Steinbock. Ich setze Tierkreiszeichen Steinbock zu diesem Bereich. Natürlich ist für die Steinbock-Geborenen gerade das ein wichtiges Thema, Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Dann kommt der dritte Lebensbereich, das ist Medien, Schulungen, Austausch, Kommunikation, Informationen, aber auch kleine Reise, kleine Veränderungen, einiges in Bewegung, auch Kontakt zu Verwandten, zum Nachbarn. Und die Spitze dieses Lebensbereichs kommt die Tierkreiszeichen Fischen. Ich setze die Tierkreiszeichen Fischen zu diesem Lebensbereich. Dann könnt ihr fragen, ja, wie geht es? Nach dem Steinbock kommt gar nicht die Fischen, sondern nach dem Steinbock folgt Wassermann. Wo ist die Wassermann verschwunden? Die Wassermann ist eingesperrt im Bereich die Finanzen. Eingesperrt. Also hier haben wir ein eingesperrter Wassermann und das bedeutet, das Geld fließt nicht oder Themen, Blockade, was die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl betrifft. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich mit einem Baum. Das wäre die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verwurzelt. Das ist unseren Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft. Aber bedeutet auch unserem Zuhause. Da sind wir angekommen. Da finden wir die Ruhe. Und in diesem tiefsten Punkt des Horoskopes im Baum, das Wurzel des Baumes, steht die Tierkreiszeichen Widder. Für die Widdergeborenen ist die Wohnsituation wichtig. Auch dieses Gefühl zu haben, ich habe die Basis, dieses Fundament und von hier aus kann alles dehnen und wachsen. Der nächste Lebensbereich sind die Kinder und das bedeutet die eigenen Kinder oder Enkelkinder oder das innere Kind oder die Erinnerungen an unsere Kindheit, aber zeigt auch Kreativität in eine spielerische Art und Weise. Und das erleben wir in unserer Freizeit. Und das hier im Hintergrund, oft in die Liebe, Partnerschaft. In Spitze dieses Lebensbereichs steht die Tierkreiszeichen Stier. Die nächste Lebensbereich, und das ist die sechste Lebensbereich, heißt, die Alltag zu bewältigen. Die Alltag zu bewältigen, unseren Pflichten nachzugehen, arbeiten. Und damit wir arbeiten können, müssen wir fit sein, gesund sein. Also gehört auch Gesundheit dazu. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit einem geheimen Tor und in diesem Bereich befindet sich die Tierkreiszeichen Stier. Das heißt, die Tierkreiszeichen Stier ist in beiden Lebensbereichen wirksam. Dann sind wir beim siebten Lebensbereich
Und das bedeutet geschäftliche Verbindungen, aber bedeutet auch Ehepartnerschaft. Und diese Tor öffnet sich mit dir kreiszeichnen Zwillinge. Dann sind wir bei dem achten Lebensbereich, sehr geheimnisvoll, sehr geheimnisvoll. Hier sind wir in einer Wandlung, eine Transformation. Hier sind wir einen transformierenden Prozess. Aber in diesem Bereich trifft auch Tod, Todesfälle oder erbschaftliche Situation, bedeutet auch Sexualität, diese Sexualenergie. Aber das beschreibt nicht nur die Sexualität, diese Kraft, sondern mit dieser Kraft entsteht etwas Neues. Hier ist die Pluto-Energie, dieser Erneuerungsprozess, und hat auch mit Finanzen auch was zu tun, Investitionen. Also viele Themen gehören in diesem achten Lebensbereich. Und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Krebs. Also ich setze die Tierkreiszeichen Krebs zu diesem Bereich. Der neunte Lebensbereich ist eine Reise. Das bedeutet Ausland, Auslandskontakte, Verbindungen zum Ausland, aber auch eine innere Reise, die Erkenntnisse, den Sinn des Lebens zu verstehen. Natürlich stehen wir ganz nah zum Göttlichen. Und in diesem Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau. Dann könnt ihr die Frage stellen, wo ist eigentlich die Löwe? Weil nach Krebs kommt eigentlich die Löwe. Ja, stimmt, so wie hier auch. Die Löwe ist eingesperrt. Also hier fühlen sich die Löwengeborenen gerade wie eingeschränkt, eingesperrt zu sein. Auch bei Selbstfindung, die Geheimnisse des Lebens zu verstehen oder die Zusammenhänge zu verstehen und auch bei Auslandskontakten oder bei Reisen. Die Löwe ist hier versteckt, eingesperrt. So fühlen sich auch die Löwen geboren. Dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Hier bekommen wir Ansehen, Anerkennung. Und bedeutet auch die Berufung. Und in diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Waage. Dann kommen die Freundschaften und auch die Hoffnungen. Die Wünsche, die Hoffnungen und Freundschaften, und das öffnet sich mit Tierkreiszeichen Skorpion. Und dann folgt der letzte Lebensbereich, das zwölfte, und da sind die Geheimnisse, karmischen Themen, tiefe Geheimnisse, das Verborgenen. Und die alten Astrologen sagen, hier sind auch die geheimen Feinde. Und dieser Platz ist auch die Skorpion. Also ich ändere das Blatt. Skorpion beherrscht beiden. Die Skorpion hat beide einen Einfluss. Und jetzt schauen wir die Verteilung Sonne, Mond und die Planeten. Sonne ist bei Sonnenaufgang natürlich hier im Osthorizont und das ist im Tierkreiszeichen Schütze. Mond ist auch im Schütze, es nähert sich Neumond, das heißt die beiden Lichter treffen sie sich morgen. Mond nähert sich schon zum Sonne. Merkur ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet karmischen Themen, bedeutet Vergangenheit.
kann auch bedeuten, dass etwas gebremst ist, geht nichts voran, wenn es um Handlungen geht, Terminen oder Gesprächen oder Verträgen. Dieser rückläufige Merkur befindet sich in Skorpion. Und hier in diesem geheimnisvollen Bereich, karmischen Themen, karmischen Erinnerungen, aber auch alte Weisheit oder bei Verträgen ist es etwas undurchschaubar, sehr geheimnisvoll. Oder wir haben geheime Feinde und diese geheime Feinde handelt und spricht nicht so gut über uns. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, aber nicht in diesem geheimnisvollen Lebensbereich, sondern in etwas freundlicheres Lebensbereich. Und das ist die Freunde. Freunde, Bekannten, hier befindet sich Venus. Das bedeutet Treffen mit Menschen und das ist sehr schön und angenehm, kann auch bedeuten, die Liebe zu finden im Freundeskreis. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und die Tierkreiszeichen Fischen sind hier in diesem Bereich, wo das um Handlungen geht, Kommunikation, Internet, Schulungen. Also hier ist man aktiv. Ich könnte sagen, die vertraute Umgebung. Da ist die Energie, was hier fließt, eine fließende Energie. Und hier können wir etwas in Bewegung setzen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Das bedeutet für die Schützengeborenen, mit ihrem eigenen Größe bewusst zu sein und es auch zeigen, in Ausdruck bringen, aber nichts übertreiben. Saturn belehrt uns und Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und das ist hier im zweiten Lebensbereich, wo eigentlich um Werten geht und Selbstwertgefühl und Finanzen. Und das ist gerade die Lernaufgabe, besonders die Steinbockgeborene. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, aber im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Uranus im Widder, rückläufig. Das sind Umbrüche, Veränderungen in Wohnsituation. Neptun. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und steht in Verbindung mit Mars. Bei Neptun-Energie entweder die Träume, die Visionen, das passt sehr gut mit dem Tierkreiszeichen Fischen zusammen, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen, die Träume zum Leben inspirieren lassen, besonders die Männer spüren diese Energie. Aber kann auch bei Neptun-Einfluss bedeuten, etwas ist unklar, undurchschaubar und das verspüren die Männer in vertrauten Umgebung, entweder bei Nachbarschaft oder bei Verwandtschaft oder bei Kontakten im Internet ist auch möglich. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist die Konzentration, die innere Kraft, diese konzentrierende Kraft, die Erneuerung auch. Und es handelt sich um die Selbstwertgefühl bei den Steinbockgeborenen. Das ist diese Wandlung, aber hat einen Einfluss auf die Finanzen. Chiron ist rückläufig und zeigt, wo weh tut. Und bei Rückläufigkeit etwas, was mit der Vergangenheit was zu tun hat. Und Chiron befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das sind die Kontakte mit Verwandten, mit Nachbarn oder die Internet oder Medien. Da tut's weh, da kränkt etwas und braucht man Heilung. Dann habe ich noch einen Kleinplanet Vesta. Diesem Kleinplanet
bewegt sich zwischen Mars und Jupiter. Vesta ist eine Göttin. Die Feuergöttin bringt uns in unserem Leben die heilige Feuer. Und diese heilige Feuer wird im Tempel verehrt und zeigt Reinigung. Reinigung zeigt auch Spiritualität. Und diese spirituelle Kraft befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Wir haben aber noch auch Glück, das ist Fortuna. Und dazu habe ich jetzt dieses Bild ausgesucht, das symbolisiert Fortuna. Ist auch interessant zum Wissen, welche Tierkreiszeichen hat Glück. Und bei Sonnenaufgang, so wie den Tag beginnt, ist Fortuna im Tierkreiszeichen Schütze. Und so ist die Verteilung. Welche Verbindungen haben wir? Mars steht in Verbindung zum Neptun im Tierkreiszeichen Fische. Mars und Neptun wirken zusammen. Bei Neptun Energie ist die Träume, die Visionen, die Intuition, die Inspiration sehr stark ausgeprägt. Und das spüren die Männer gerade. Sie haben ihre Träume, ihre Vorstellung und das ist sehr verträumt. Kann auch bedeuten, dass die Männer gerade intensive Träume haben. Neptun benebelt aber gerne etwas, wo man die Klarheit fehlt, die Klarheit und Orientierung. Einige Männer nehmen die Neptun-Energie so wahr. Und wo ist die Unklarheit? Das ist die Nachbarschaft, die vertraute Umgebung und die Verwandtschaft. Bei Medien natürlich auch bedeutet Nachrichten oder Internet. Mond nähert sich zum Sonne, es nähert sich zum Neumond. Wo wir Verbindung haben, das ist die Sonne- und Neptun-Verbindung und das ist eine Spannung. Sonne steht in Spannung zum Neptun und steht auch in Spannung zum Mars. Mars, Neptun, die wirken zusammen, die beiden stehen zum Sonne in eine Spannung. Sonne bringt Klarheit. Wenn das wirklich darum geht, Klarheit zu bekommen in unserem Leben, das ist angenehm, das ist schön. Aber bei dieser Spannung kann bedeuten, dass das alles so undurchschaubar, es fehlt die Klarheit, es fehlt die Orientierung und das erleben die Männer gerade. Kann aber auch bedeuten, dass die Männer etwas im Verborgenen halten möchten und versuchen, ihre Geheimnisse bewahren, aber das kommt ins Licht. Kann auch um einen Verrat handeln, Betrug oder ein Verrat. Bei dieser Spannung ist es auch möglich, dass jemand erzählt etwas über ihren Geheimnisse und das wird verraten. Und das ist diese Spannung. Und das war dieser Tageshoroskop nach westlichen Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@
dendera.susanna.medici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und es ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.